Ja, ich habe es, glaube ich, schon in meinem Statement auch gesagt. Ja, es war so der einzige Verein, wo ich meine Arbeit noch nicht abgeschlossen habe. Ich glaube, jeder kennt ja meine Vergangenheit in Wolfsburg. Und ja, ich bin ein Typ, der so ehrgeizig ist, dass er sagt, er will die Aufgabe so beenden und gut beenden. Und deswegen, ja, will ich dem VfL einfach helfen, wieder aus dieser Situation jetzt rauszukommen. Ich glaube, ja, die Mannschaft ist besser, als sie dasteht. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit mir zusammen wieder die Kurve kriegen und wir wieder weiter oben angreifen können. Das in zwei Sätze zu packen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber ich stehe natürlich für Offensivfußball, ich stehe auch für den Spaß am Fußball. Ich glaube, ja, ich bin so ein Typ, der so ein bisschen dieses Bolzplatz-Ding noch in sich hat. Also einfach rausgehen und Spaß haben, nicht so viel nachdenken, sondern ja, einfach zu sagen, hey, wir gehen raus, geben unser Bestes und versuchen das Spiel zu gewinnen und die Fans zu begeistern. Und ich glaube, das hat mich immer ausgezeichnet und wird es hoffentlich in Zukunft auch noch. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, eine Mentalität zu haben, in jedem Zweikampf oder auch in jedem Spiel den unbedingten Siegeswillen auf den Platz zu bringen. Und ja, das zeigt einfach, das wird dann auch von den Fans honoriert. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, um auch erfolgreich zu sein. Und wie gesagt, Spaß gehört dazu. Aber ich glaube, man sollte jedes Spiel so angehen, als wenn man es gewinnen will. Außerhalb soll jeder sein Leben leben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man Menschen nicht verurteilt. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder das macht, wozu er Spaß hat, wozu er Freude hat. Weil ich glaube, wenn man außerhalb des Platzes sozusagen Spaß am Leben hat, dann kann man das auch auf den Platz transportieren. Autorennen fahren, pokern und wahrscheinlich Shisha rauchen. Ja, Yannick Gerhardt natürlich, mit dem habe ich früher zusammengespielt, genauso wie Koen Castells, kenne ich natürlich auch noch. Wen kenne ich noch? Ich glaube, der eine, Maxi Arnold natürlich, ist ja auch schon sehr, sehr lange hier. John Anthony Brooks kenne ich auch, jetzt nicht, weil wir zusammengespielt haben, aber wir sind schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Also es gibt schon einige, die bekannte Gesichter, die jetzt noch da sind und ich glaube, das Ankommen wird jetzt nicht so schwierig. Flo hat eine sehr, sehr entscheidende Rolle gespielt. Ich glaube, ich und Flo haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit gehabt, damals in Bremen. Wir kennen uns jetzt schon länger, schätzen uns und ich glaube, jeder weiß, was er an dem anderen hat. Von daher war das für mich schon auch ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, ich möchte es gerne nochmal machen, weil ich auch gerne Flo und dem VfL Wolfsburg ja, beiseite stehen will und helfen will, wieder zu alter Stärke zurückzugehen. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt nicht anfangen, irgendwie zu spekulieren und sagen, wir können noch das und das erreichen, sondern in der jetzigen Situation geht es darum, Spiele zu gewinnen, egal wie. Und um so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf rauszukommen. Und das ist unser Ziel. Ich bin froh, dass es ab morgen dann direkt wieder losgeht, dass ich mich mit den Jungs einspielen kann, die Charaktere ein bisschen verstehen werde oder hoffe, verstehen zu können. Und ja, dann hoffen wir, dass wir so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Und von Spiel zu Spiel denken. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Moment.